So, liebe Imkerinnen, liebe Imker, heute ein kurzes Video über Bienenvölker im Raps, der Rapsblüte. Und es geht hier um schwache Völker im Raps. Und das wäre natürlich ein Bild, was jeder Imker haben möchte. Wunderbar starke Völker, Dreizager in der vollen Rapsblüte, jedes Volk 20 Kilo Ertrag. Das ist aber leider nicht Realität. Also das ist, meistens ist das sogar gestellt. Wer hat das schon? So viele schöne Völker. Zur Rapsblüte, bei uns beginnt die irgendwo 15. April. Schauen wir uns das an. Worum geht es beim Raps eigentlich? Raps ist als Kulturpflanze sehr schwierig. Die Blüte beginnt bei uns meistens irgendwo mit dem 15. April. Das kann sie aber auch bis Ende April ziehen, also dass der einfach nicht früher aufmacht. Und wo es aber so gut wie sicher ist oder wo es immer sicher ist, mit 15. Mai ist die Blüte bei uns in Oberösterreich vorbei. Wahrscheinlich weiter oben im Norden, Norddeutschland, Grüße dahin. Ihr habt es vielleicht ein bisschen schöner, der Raps beginnt bei euch ein bisschen später zu blühen. Blüht dafür vielleicht sogar bis Ende Mai. Und der Raps ist sehr stark witterungs- und temperaturabhängig. Das heißt, wenn es kalt ist oder wenn es trocken ist, lasst es ein bisschen mehr Zeit, dann wird es ja Ende April. Zum Beispiel haben wir jetzt den 18. April heute und der Raps blüht noch nicht. Und so wie es jetzt ausschaut, eben weil es bei uns noch immer gefriert, wird er vom 20. und 22. April nicht blühen. Aber 15. Mai ist wieder um ihn. Also Idealfall blüht er 4 Wochen lang, im schlechtesten Fall blüht er nur 2 Wochen lang. Und die Bienen sollen dann was nach Hause bringen. Da sagt man einfach, der Raps adaptiert sehr stark. Also er ist sehr temperaturempfindlich, feuchtigkeitsempfindlich. Das ist aber die Erträge so. Die Landwirte sagen, du, wenn der trockene Sör ist, bringt einfach viel weniger Ertrag. Das geht beim Honig schon los, dann honigt er einfach weniger, ist er für die Bienen nicht so attraktiv. Das ist einfach so eine Sache vom Raps, der aus Küstenpflanze ursprünglich ist einfach feuchtigkeitsempfindlich. Gut, und das Letzte ist natürlich, der Raps ist bei uns, da wo ich wohne, ist es die einzige wirklich ergiebige Frühtrautpflanze. Sicher haben wir Äpfelbaum, haben wir Kirschbäume und sowas, aber keine Kulturen, sondern da steht einmal einer, da steht ein Baum. Also das heißt, das ist vielleicht ein Entwicklungstrakt für die Bienen, aber das ist halt drei Äpfelbaum, die blieren, da hast du einfach nicht wirklich einen Honigertrag. Und der Löwenzahn, der ist auch eher bei uns eher zu vernachlässigen, eben weil der Löwenzahn meistens um 10 Uhr, 11 Uhr vormittags, vor allem wenn es trocken ist, dann einfach keinen Honigtau mehr abgibt. Kein, ja. So, was ist jetzt bei uns ab und zu leider Realität um die Zeit? Wir haben einzahlige Völker, Einheitsmoos zum Beispiel in dem Fall oder Zander. Und die Königin oder das Volk hat gerade mal irgendwo 6 Brutwaben angelegt. Und wir wissen, der Raps ist die einzige Tracht, die wirklich das zu ernten gilt, weil wer einen Honig haben will. Normalerweise, wer die letzten Videos gesehen hat, sagt, ja, von einem so einem Volk kann man keinen Honig ernten. Jetzt zeige ich euch einen Weg, was man doch ernten kann. Und zwar, da gibt es so eine Rapsroutine, wie man aus diesem Volk auch einen Honig ernten kann. Und das Volk sitzt idealerweise irgendwo auf 6 Rämchen. Was mache ich? Ich teile das Volk. Zu dem Fall brauche ich unbedingt Absperrgitter und ich brauche 2 Zagen. Ich hänge 4 verdeckelte oder 4 Rämchen mit Brut, hänge ich nach oben. Links und rechts fülle ich das gut aus mit Schienen oder Wärmepolstern, also dass oben wirklich nur diese 4 Bruträmchen besetzt sind. Und es muss oben Brut sein. Sonst kann es sein, eben bei kalten Temperaturen, dass die Bienen nicht raufgehen. Also wir müssen die Bienen raufzwingen, dass sie über das Absperrgitter hochgehen. Unten verbleibt die Königin und ebenfalls auf 2 bis 4 Bruträmchen. Also 2 leere Rämchen und 2 Bruträmchen. Man kann es auch so machen, oben 3 Rämchen rein, also 3 Bruträmchen rein und unten 3 Bruträmchen. Das ist da kann man ein bisschen variieren. Was passiert jetzt? Unten die Königin kann weiterlegen und oben die Brut läuft aus. Und eben, wir haben jetzt um den 18. April und in 3 Wochen, sage ich mal, haben wir irgendwo Mitte März, Mitte Mai, der Raps hat verblüht. Und was machen die Bienen jetzt? Die tragen die Tracht, also den Rapshonig, tragen sie rein. Und sobald oben
eine Zelle ausläuft, der Biene rauskommt, wird dort der Honig reingetragen. Und in 3 Wochen haben wir oben sicher keine Brut mehr, weil die ganze Brut ausgelaufen ist. Und eben weil die Bienen zu der Zeit einfach den Honig noch brutnah lagern wollen, hat man dann oben im Idealfall jedes Rämmchen mit 2 Kilo Honig voll. Kann man also doch irgendwo noch einen Rapshonig ernten. Und so hast du oben bis zu 8 Kilo Honig und das ist ja für die erste Tracht gar nicht so wenig. Ich meine, das ist jetzt nicht super, aber für so ein schwaches Volk kann das passen sein. Also so könntet ihr das machen. Was sind Vorteile? Also von dem abgesehen, dass man doch irgendwie einen Rapshonig ernten kann. Eben, ihr habt diese Nutzung der möglicherweise einzigen Tracht. Vor allem bei uns ist also das die einzige sichere Tracht, die wir haben. Kann 4 Wochen dauern, 2 Wochen, aber ist die einzig sichere. Und das kann sogar eine schwarmdämpfende Wirkung haben. Warum diese schwarmdämpfende Wirkung? Nummer 1, die Königin verausgabt sie nicht. Normalerweise hat man sie ja so irgendwo Ende April bis Mitte Mai. Die Königin legt jeden Tag 2000 Eier in so einem eingeschränkten Brutnest. Kann sie das nicht. Also die legt dann jeden Tag nur 500 Eier. Das heißt, die Königin ist geschont. Natürlich ist das Volk wird auch nicht so stark, wie es in einem anderen Volk sein kann. Also das heißt, das kann ein Vorteil sein, das ist jetzt kein Muss. Also das, was ich da jetzt sage, das kann bei 7 von 10 Völkern funktionieren und bei 3 nicht. Also das kann sein, dass der Schwarm darüber gedämpft wird und dass eben weil auch die Volksstärke für Schwärmen nicht erreicht wird. Aber trotzdem kann der Volk abschwärmen oder schwarmlustig werden bei so einem Vorgehen. Wenn das ideal läuft, ist die Königin geschont. Normalerweise sage ich mir, irgendwo Mitte Mai werden so vollstarke Völker, werden dann irgendwo schwarmlustig. Und dann hast du ein Problem, wenn doch eine spätere Tracht käme. Die alte Königin ist ausgeschwärmt, eine junge Königin lebt noch nicht. Und dadurch, dass wir die Königin geschont haben, verlagert sich diese maximale Volksentwicklung weiter nach hinten und hätte sogar einen Vorteil für eine spätere mögliche Waldtracht. Wann macht man das? Also das ist jetzt ein Foto links, ein Foto von gestern. Da seht ihr, der Raps, der Bestand ist schön. Der Raps blüht noch nicht, der braucht einfach nur 3-4 Tage. Und das rechte Foto, da sieht man die Temperaturen. Also das ist auch ein Foto von gestern. Also gestern 2 Grad, 11 Grad. Heute sagt er 1 Grad, 12 Grad. Für morgen sagt er 0 Grad, 12 Grad. Also das sind Temperaturen, wo die Bienen auch noch nicht stark rausfliegen. Also das heißt, bei den Temperaturen fliegen die auch noch nicht raus und sammeln auch nichts. Also da würde ich das auch nicht machen, außerdem diese 0 Grad in der Früh. Wir zerreißen doch das Brutnest. Ich will nicht, dass das Brutnest zerrissen wird. Ich würde das frühestens, wann würde ich das machen? Ich würde es frühestens ab Donnerstag machen. Ihr wisst es, ab 15 Grad sind so die optimalen Sammeltemperaturen. Und es ist nachts nicht mehr ganz zu kalt. Man sieht es dann Freitag, Samstag sind die Abendtemperaturen immer über plus 5 Grad. Es ist hoffentlich bei uns genug Bodenfeuchtigkeit da. Am Dienstag könnte es vielleicht sogar noch mehr regnen. Also dass da im Boden, dass die Pflanze auch genug da hat. Und dann kann das ein passendes Vorgehen sein, dass man wirklich auch von schwächeren Völkern noch wirklich einen Rapshonig ernten kann. So, jetzt wünsche ich uns alle, dass wir gut in die Saison starten, dass jeder volle Honig dafür hat und dass wir eine schöne Saison haben mit unseren Bienenvölkern. Ich wünsche euch noch was, frohe Ostern und bleibt dran, macht es gut. Tschüss!